Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme / Ausgabe vom Lego der Hobbit Let's Game. Ja, es ist was ganz Schlimmes passiert. Die Aufnahme ist abgeschissen, beziehungsweise das Spiel. Und deswegen spielen wir dann ab einem weiteren Zeitpunkt, der weiter in der Zeit liegt, dann weiter. So, das ist der neue, das ist das neue Hauptmenü. Wer sich erinnern kann, das alte. Das unterscheidet sich vom alten Hauptmenü, dieses Hauptmenü hier. Auf jeden Fall, ich erzähle mal kurz, was denn passiert ist, was denn wir sozusagen überspringen müssen. Leider, weil das Spiel halt so scheiße abspeichert. Wir sind dann halt zu einem unserer Kumpels gegangen, zu einem Beowulf. Ist ein Mann, der sich in der Nacht oder tagsüber halt in einen Wolf, nein, nicht Wolf, sondern Bären verwandelt. Und dann haben wir dann Unterschlupf gesucht vor den Orks. Und danach sind wir losgezogen, sind durch diesen Wald, den ihr gerade im Hintergrund seht, durchgegangen. Dort haben wir gegen Spinnen gekämpft. Dort sieht man die Spinnen und haben auf Elfen getroffen. Links habt ihr einen Elfen gesehen mit einem Bogen. Und dann haben die Elfen uns auf jeden Fall gefangen genommen. Und dann auch verschleppt. Und ins Gefängnis reingepackt. Außer Bilbo und noch einen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Und jetzt müssen wir unsere Leute jetzt hier aus dem... Aus, ja. Ja. Wie heißt das? Mein Gott. Ja, aus der Burg der Elfen auf jeden Fall befreien. Also hier befinden wir uns mit unserem Kumpel. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Wie heißt denn der Typ? Bifor. Müssen wir ihn auf jeden Fall befreien. Oh, ein Handel. Geil, Diamanten. Cool. Letztes Mal habe ich das aber nicht gesehen. Was möchtest du denn haben? Was? So? Oh mein Gott, also das Angebot ist richtig billig. Wir haben natürlich genug. Wo haben wir hier ein bisschen Leder? Leder. So. Blop. Gib mir die Diamanten. Ja! Oh mein Gott. Sind die Elfen aber reich? So, auf jeden Fall sind wir jetzt in der Burg und müssen jetzt unsere Leute hier befreien. Also auf jeden Fall eigentlich, ja. Die Elbenhallen zu betreten ist ein großes Risiko. Aber Bilbo hat keine Wahl. Er muss seinen neu entdeckten Mut zusammennehmen und seine Kameraden vor Tranduil und den Elben retten. Wir werden den Berg niemals erreichen, oder? Bilbo. Solange ihr hier drin sitzt, sicher nicht. Shh, hier sind doch überall Wachen. Das geht's doch nicht. Wir sind im Keller. Weißt du, was ich tue? Los, alle in die Fässer. Schnell. Tut, was er sagt. So, es fehlen noch einige Fässer. Wie wir das gerade gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, wieso denn so eine schöne Musik gerade läuft. So, auf jeden Fall. An dieser Stelle war ich halt schon mal. Und danach ist die Aufnahme halt abgeschissen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier ganz schnell mal durch. Weil, ja, ich weiß halt, wie es hier läuft. Wir müssen uns gleich hier... Übrigens, Bilbo hat ja einen Ring. Also seinen, diesen Ring da von dem Gollum geklaut, beziehungsweise sich geborgt oder, keine Ahnung. So, wenn wir jetzt K drücken, dann ziehen wir uns den Ring an. Jetzt sind wir in dieser verzauberten Welt. Wer den Film gesehen hat, weiß, wie es da alles abläuft. Wir sind jetzt so unsichtbar. So, wenn wir jetzt K drücken, können wir solche Geister-Lego-Steine zusammenbauen. Wenn wir jetzt wieder K drücken, nehmen wir halt den Ring ab. Hierfür brauchen wir jetzt Feuer. Na, komm her. Also bei den Spinnen muss man da auf jeden Fall die Spinnen so besiegen. Weil die Spinnen kann man halt normalerweise nicht so einfach besiegen. So, solange es dort alles abbrennt, können wir was anderes machen. Damit können wir, denke ich, nichts anfangen. Nein. So, da haben wir schon ein Fass mehr. Du, geh mal rein. Hopp. So, der eine Typ, der kann schon mal da rein.
Und wir brauchen auf jeden Fall hier das Ding. Damit wir uns noch einen Pass besorgen können. Da. Jetzt haben wir hier so ein Teil zum Werfen. Nein, das Teil zum Werfen. Das müssen wir dorthin werfen. Ein weiteres Fass haben wir jetzt hier schon. Hoch. Und jetzt da rein. So, los geht's. Und jetzt müssen wir hier was wieder zusammenbauen. Hoffentlich schaffen wir es diesmal, weil letztes Mal habe ich es nicht geschafft. Wo die Aufnahme halt leider verunglückt ist, sagen wir es mal so. Ja, Seilstein. Blop, blop, blop. Los geht's. So, wir brauchen das Ding. Oh, wir haben es geschafft. Jetzt brauchen wir das Ding. Puh. Harte Sache, harte Sache. Wünsche ich mir einen Bogen. Bogen. Wir brauchen einen Kopf. Kopf. Einen Helm. Nein, ich habe mich verklickt. Nein, ist das möglich? Nein. Mein Gott. Wenn man sich doch hier so verklickt, ist es natürlich echt fies. So, wir brauchen einen Speer. Zack, ein Schwert. Und noch ein Speer. Zwei verschiedene Speere sind das übrigens, ja. Man kann sich bei denen auch sehr leicht tun. So. Herr mit dem Bogen. So, jetzt haben wir uns diesen Bogen rausgekloppt. Und mit dem Bogen müssen wir jetzt nach da oben. Ah, ne, wir müssen jetzt erstmal hier dranhängen. Das Ding da runterholen. Also, das Fass. Und dann brauchen wir einen Bogen. Ab zum Bogen. Herr mit dem Bogen. Und Feuer. Ja. Und aufs Fass drauf. Und rein da. Jetzt ins Fass rein. Ja. Mhm. Ja. So, jetzt müssten wir eigentlich den Schalter jetzt hier betätigen. Los geht's. Tiefluft holen. Nein! Wieso haben sie es zugemacht? Erledigt das Zwergenpack und dasselbe Gesindel dazu! So, das Elbentor. Wir müssen jetzt hier aussteigen. Blub, paar Sachen einsammeln. Da müssen wir jetzt gleich kämpfen. Mit bloßen Händen. Bloßen Händen. Zack, erledigt. Den Typen auch. So, her mit der Axt. Und los geht's. Speichern. Nö. Können wir euch besiegen? Nein, leider nicht. Da können wir leider nicht hin. Das heißt, wir müssen hier hoch. Störborg. Ich erledige dich. Ganz leicht. Nein. What? Wo geht ihr nach unten? So, wir müssen noch zwei solcher schwer gepanzerter Orks erledigen. Da sind sie noch oben. Nein, unsere armen Elfen, sie sterben. Nein. Ich erledige dich. Komm her, blöder Ork. Ja. Nein, weg hier, da. Wir müssen, nein, den Elfen können wir auch nicht retten. Besiegt. So läuft das Game. So. Dann mal das hier alles hier zerstören. Da kommen noch mehr Orks. Müssen wir sie besiegen. 5 schwer gepanzerte Orks. Also aber ohne goldener Panzerung, sondern mit normaler Plattenpanzerung aus Eisen. Wir können das in weitere Orks erledigen. Nimm das, Jorks. Ich liege euch. Noch 2 Stück übrig. Los geht's. Der letzte. Besiegt. Wir haben es geschafft. Schade, ich habe jetzt mal wieder erledigt. Hier ein bisschen Fleisch einsammeln. Blub, blub, blub. Oh. Kleiner Boss.
Den wir aber ganz leicht erledigen, indem wir uns hochspringen. Ich erledige dich. Aha, da ist was zum Abschießen. Interessant, interessant. Nimm das, Jorks. Nimm du das. Komm her. Nein, er hat einen von uns erledigt. Den einen Zwerg dort. Wird ja offenbar alle Sachen hier zerschmettern. Ist ja auch. Ja, schade, das bringt nichts. Das bringt keine Pfeile oder so. Das heißt, wir nehmen einfach den Bogen und knallen ihn ab. Nein, wir können ihn nicht treffen. Weg hier. Wir müssen das Ding dort abschießen. Feuer! Weg mit euch, ihr Elfen! Ist nur zu eurem Gunsten alles. Na okay, nicht unbedingt. Das wäre abhauen. Wir wollen uns aufhalten. Ich weiß jetzt nicht genau wieso, aber die wollen uns auf jeden Fall aufhalten. Ja! Besiegt. Hinten Orks! Auf sie! Erledigt sie! Weg mit York! Ab ins Wasser mit dir! So, oben gibt's, denke ich, gar nichts. Wir müssen jetzt, denke ich mal, einfach nur den Schalter betätigen. Schalter? Schalter? Ha! Na? Töte sie, töte das Elbweib! Hinterher, fangen sie alle! Jetzt müssen wir in den Fesseln schwimmen. Mäh. Oh, mäh. Nork. Weg mit dir, Nork. Runter vom Fass. Weg mit dir. Ha, jetzt haben wir ja dein Schwert. So, am Ork vorbei. Wir müssen noch drei Orks hier besiegen. Die ja gleich runterfallen werden. Nur die werfen Speere auf uns. Los geht's. Fang das Schwert und kämpfe um dein Leben. Runter mit dir, Dork. Weg mit dir. Los geht's. Los. Runter. Ja, wir haben es geschafft. Weiter Ork. Der aber nicht drauf springen will auf die Fässer, muss noch zwei Orks besiegen. Orks, hallo. Wo seid ihr, meine Süßen? Die schießen auf uns mit Pfeilen. Oder sind das Gelben? Das weiß ich nicht. Okay, hier sind noch ein paar Dinger. Wieso springt eigentlich keiner auf uns drauf? Das jetzt zerstören wir mal. Bam. Nein, der ist weiter drauf gesprungen. Kämpf um dein Leben. Na komm, runter mit dir. Komm. Ja. Na, weg mit dir. Komm schon. Ja! Weiter geht's, der letzte Ork. Zum Erledigen. Und an der Stelle ist dann das Spiel rausgeflogen, leider. Also weiter weiß ich dann nicht, wie es denn weitergehen soll. So. Links, rechts. Komm her! Schwert wieder zu werfen und Kampf. Der Kampf geht weiter! Und jetzt runter mit dem Ork. Runter. Los geht's. Runter. Immer die gleichen Bewegungen. Aber egal. So. Nein. Was soll das denn jetzt werden? Hallo?
Also hier ist das Spiel. Hier, genau hier ist das Spiel dann hängen geblieben. Ich hab schon gedacht, das ist wieder hängen geblieben. Boah! Unbesiegbar! Weiter geht's! Boah, das ist richtig cool hier alles so zu erledigen. Wow, wieso können wir das nicht immer machen? Oh mein Gott! Los geht's! Attacke! Attacke! Oh mein Gott, das ist richtig cool. Einfach alles jetzt zerschmettern. Jeden Ork. Weiter geht's. Los geht's. Leertaste, was? Ah, wir müssen das jetzt zerschmettern. Boom! Was wollen die Elfen auf uns? Ah, ich kann hier herumspringen mit dem einen Elfen. Also ich steuere gerade den Elfen. Können wir auch wechseln? Okay, wir können nur zwischen den beiden Elfen wechseln. Wir sind jetzt gerade der Elf hier vorne, mit dem wir hier herumspringen. Oh, wir müssen diese Sachen einsammeln. Jetzt Pünktchen. Okay. So, von wo schießen die? Feuer! Ich weiß nicht, einfach irgendwo hinschießen. Nein, erledigt. So, hier hinspringen. Nein, die Pünktchen einsammeln. Nein, die Punkte. Okay, weitere Punkte. Oh, da ist ein Kit. Da ist ein Kit. Nein, das haben wir verpasst. Echt schade. Da ist was. Nein, doch nicht. Da. Ziel nach da. Nein. Okay, mit Zielen wird hier nichts. Man trifft ja auch gar nichts. Man muss einfach nur F drücken, um das abzuknallen. So. So, komm her, Ork! Erledigt. Ah, einfach nur schießen und dann ist es gut. Da kriegen wir schon schön die Pünktchen. Oh, wir müssen noch 10 Orks erledigen. Ah, das ist jetzt unsere Aufgabe, Orks zu erledigen. Erledigt doch die Orks. Los, nach da. Ja, richtig. Noch 8 Stück. Weiter, Ork. Da vorne. Vorne. Erledigen. Ja, richtig. Da noch einer. Ich denke, die Sequenz wiederholt sich hier andauernd. Wir sind immer auf dem gleichen Platz sozusagen. Aber das ist halt so. Schade, dass die andere Elfen die Pünktchen nicht auch einsammelt, dass man selber da drauf, ja, sie halt selber berühren muss, damit sie eingesammelt werden. So, da ist noch ein letzter Ort. Come on! Ja! Gift ist in seinem Blut. Und bald erstickt er daran. Tauriel, das ist nicht unser Kampf. Es ist unser Kampf. Wann ließen wir zu, dass das Böse stärker wird als wir? Bleib schon hängen. So, da ist wohl einer vergiftet von uns. Ja. Echt schade. Aber wir müssen jetzt halt auf jeden Fall retten. So, Bombo-Fass. Cool. Oh Mann, Bombo-Fass war aber ganz cool. Charaktere zum Kauf verfügbar. Boah, wie viele auf einmal? Ja. Ich weiß gar nicht, wie man die Charaktere überhaupt kaufen kann. Das ist irgendwie die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. So viele, 53%. Ah, nicht so viel. 100% wäre mal ganz schön einmal zu haben, aber das ist nicht schon möglich. So, wie viele Sachen freigeschaltet? 2. Weiter geht's. 14. Geschichte fortsetzen, auf jeden Fall.